Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr gerade schon im Zeitraffer gesehen habt, schon viel passiert. Auto steht jetzt aktuell schon in der Lackierkabine. Ist auf jeden Fall brutal. Ich habe immer nur so vereinzelt Bilder zugeschickt bekommen. Was hier bis jetzt schon passiert ist, ist echt krass. Ich bin der Martin Krey, bin der Anwendungstechniker bei der 3C Deutschland Nord GmbH für den Hersteller Debea. Und wir werden heute zusammen den T5 lackieren. Ich möchte ja auch ein bisschen mitlackieren. Aber gibt es irgendwas, wo ich ganz speziell irgendwie drauf achten muss oder so? Also im Ersten keine Angst haben. Mhm. Man geht immer mit ein bisschen Angst zum Lackieren, das braucht man nicht. Ich werde dich da nochmal Step by Step anleiten mit Abstände, wie muss die Nassschichtdicke aussehen. Ich werde dir sagen, mal vom Vorfeld zeigen, dass du da wirklich sicher ein Teil lackieren kannst. Wir werden dann schon mal einen Basislack auftragen, den Farbton und dann den Karlack. Wie ihr gerade gesehen habt in der letzten Story, hat das natürlich einen Grund, warum ich so sexy gekleidet bin. So, was muss ich machen? Genau, erstmal nimm mal die Pistole. Wir werden das jetzt erstmal so machen, wir machen kurze Trockenübungen, dass du das Gefühl willst, wie du mit dem Arm wirklich dich bewegen musst. Ja. Und zwar, den Abzug ziehst du voll durch. Gehst immer gleichmäßig, fast schon wie ein Roboter, immer Stück für Stück runter, dass wir jetzt im ersten Gang nicht den deckenden, wie wir hier haben, sondern einen leichten Nebelgang haben. Ja. Nebelgang sagt man auch dazu. Okay. Wichtig ist halt nur, dass du im Abstand pauschal 25 bis 30 cm zum Objekt hast und dann überlappen geht. Ne? Du siehst den Spritzstrahl, der ist so breit und davon immer wieder die Hälfte, dass du die Hälfte immer wieder überlappst. Ne? Es klingt schlimmer, als es wirklich ist. Es ist eigentlich gar nicht so wild. Aber immer so, ja? Du gehst immer wirklich gerade runter. Mit dem Bauteil mitgehen, das wäre jetzt wieder eine andere Sache. Wir gehen jetzt in diesem Step wirklich einfach gerade. Ne? Mach es mal so, ohne den Abzug zu betätigen, mit Trockenübung. Ne, lass ein Gefühl davon. Genau, und ruhig komplett durchziehen, bis zum Teil raus. Genau. Das war gut. Perfekt. Okay. Und einfach, also richtig, richtig zu mir durchziehen. Voll durchziehen. Okay. Und am besten daneben anfangen, ne? Nicht drauf. Genau, du fängst immer daneben an und hörst auch daneben wieder auf. Ja. Nicht in der Fläche. Okay. Das reicht schon. Genau. Jetzt haben wir den ersten Gang drauf. Den Klebegang, den lassen wir jetzt mal kurz ein paar Sekunden ablüften. Ja. Dann können wir den deckenden Gang hinterher machen. Und dann haben wir auch schon die erste Schicht der Farbe drauf. Mhm. Müssen dann noch mal eine zweite machen, dass wir eine schöne intensive Farbe haben. Und dann können wir auch schon mit dem Talak loslegen. Krass. Und wie lange muss man, das trocknen, bis dann der Klarlack drauf kann? In der Regel hast du immer so um die 5 Minuten. Das ist auch immer so ein bisschen kabinenabhängig. Krass. Hier in der Firma geht das tatsächlich sogar sehr schneller, weil sie natürlich die neueste modernste Anlage haben, die in der Luftzirkulation halt die Wahnsinn ist. Okay. Also hier kann man das auch schon in 3 Minuten schaffen. Dass krass, das ich abgelüftet ist. Mehrere Stunden. Nein. Das ist dann nicht. Dieses also, nass auf nass, was man sagt? Nass auf nass ist wieder eine andere Geschichte. Okay, hier ist es wirklich der Wasserbasislack. Der muss nur ablüften. Ja. Dann sieht man schon an der Oberfläche, dass der Nassfilm weg ist, dass er so trocken ist. Mhm. Und dann weiß man, man kann Klarlack drauf machen. Ah, okay. Ja. Hier können wir jetzt schon mal den nächsten Gang drauf machen. Mhm. Na, und jetzt schön einen geschlossenen, dass er so aussieht wie bei den anderen Teilen. Möglichst wie bei den anderen Teilen. Okay. Genau, ruhig ein bisschen mehr. Ja, genau. Voll gut. Fast, da die Ecke noch nicht, aber. Ist gut. Sieht doch gut aus. Kann sich sehen lassen, ne? Das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Ich will das einmal zeigen.
Ja, wir müssen das Ganze hier mit dem Handy filmen, weil in der Lackierkabine ist natürlich blöd, wenn da das teure Kameraequipment. Das ist fürs erste Mal gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Was sagt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Geht eigentlich, ne? Ich find's gut. Ja. Was ist jetzt? Jetzt gehst du da aber nochmal nach, ne? Genau, ich ziehe jetzt nochmal die Kanten alles nach, nochmal in der Fläche, weil falls irgendwo eine minimale Stelle doch nicht getroffen wurde, ist es ärgerlich und dann müsste man das nochmal neu lackieren. Ja. Deswegen, ich ziehe jetzt auch nochmal die Kanten nach, die Fläche ist ja top geworden. Okay, perfekt. Fertig. Was ist jetzt? Jetzt warten wir einfach ein paar Minuten und dann sind die Teile schon für Klarlack fertig. Halt, genau, ne? Jetzt stellen wir die Kabine auf das Ablüftprogramm um. Mhm. Dann warten wir 3 bis 5 Minuten und dann können wir auch schon nochmal einen Gang Farbe machen, dass wir, wie vorgesagt, diese Farbtiefe nochmal bekommen, die Farbintensität, die Deckkraft und dann können wir Klarlack machen. Hier halt sind überall die Lüfter an und die Heizung. Es ist auch wirklich, wirklich mega warm. Ich hoffe, ihr versteht mich. Deswegen habe ich hier wieder den Rekorder, damit das vielleicht ein bisschen verständlich rüberkommt. Aber es sieht einfach nur geil aus. Ich bin echt zufrieden. Und jetzt stellt euch mal vor, dass der Golf dann hinten auf dem Trailer drauf steht, wenn man irgendwo hinfährt. Keine Ahnung, wohin. Aber diese Kombi dann, mega geil. Ich weiß noch nicht, ob da ein Design drauf kommt. Oder nicht. Eventuell wird da auch einfach nur die Front durchsichtig PCP. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was so euer Geschmack ist. Das ist ja immer eine Geschmackssache, ne? Und im Endeffekt entscheide ich ja, wie ich es gerne hätte. Aber ein paar Anregungen können ja nie schaden. So, der Bus ist fertig. Geschafft. Mega. Sieht wirklich, wirklich geil aus. Das ist schön. Wenn du zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden. Was sagst du zu der Farbe? Passt zum Bus? Ich finde die Farbe einfach genial. Ja, ne? Also gerade mit dem schwarzen Dach, das hat so einen Akzent, das ist wirklich sportlich in einem T5. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich finde echt eine gute Farbkombination. Ja. Sehr gut ausgesucht. Ich bin mega aufgeregt. Das ist ja jetzt nur lackiert. Ne? Das muss ja, Krischi, also Mechanics, muss das ja alles noch einmal wieder zusammenbauen. Dann muss da noch eine Küche rein und so weiter und so fort. Wird schon erstklassig aussehen, wenn er noch fertig ist. Glaube ich auch. Ja, ich hoffe, das kommt hier auf der Kamera so einigermaßen rüber. Das sieht echt schon gut aus. Wir haben jetzt 2 Gänge lackiert. Genau. Haben dann nochmal eine Schicht, nein, 2 Schichten Klarlack drauf gemacht. Und jetzt nach dem Ablüften könnte rein theoretisch schon poliert werden. Nach dem Trocknen. Also wir haben jetzt noch mal circa 10 Minuten, knappe 10 Minuten waren das jetzt abgelüftet, stellen noch mal auf Heizen und nach der abgelaufenen Zeit können wir dann direkt polieren. Mhm. Okay, ihr habt jetzt nicht alle Teile gesehen, weil, seht ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade nicht, achso, aber man kann ja einfach die Tür öffnen. Hier sind noch die Stoßstange vorne hinten, das ist noch die Butterdose. Das ist das, was unter den Rücklichtern noch dran kommt. Scharniere, das wird der Tankdeckel sein, ne? Genau. Da ist noch der Tankdeckel, da sind noch 2 Spiegel und die Griffe. Das war's dann aber. Mehr muss nicht gemacht werden. Machst du das heute noch? Oder? Die mache ich jetzt gleich im Anschluss. Wenn schon, denn schon. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Das seht ihr jetzt aber nicht mehr. Ich wollte euch wie immer einfach nur daran teilhaben lassen, wie dieses Projekt immer weiter wächst. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Für deine Mühe. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch.
Euch vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren. Könnt ihr sehen, wie das Projekt halt immer mehr wächst. Ja, danke. Sehr gerne. Euch auch danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.